Italien bekommt am Samstag eine neue Regierung. Am Mittag wird der frühere Chef der Europäischen Zentralbank Mario Draghi mit seinem neuen Kabinett im Palast des Staatspräsidenten vereidigt. Damit endet eine gut vierwöchige Regierungskrise, die das Land mitten in der Corona-Pandemie blockiert hatte. Draghi folgt auf den parteilosen Juristen Giuseppe Conte, der knapp 1,5 Jahre ein Mitte-Links-Bündnis geführt hatte. Der 73-jährige Ökonom stellte am Freitag ein Kabinett mit Namen aus fast dem gesamten Spektrum von links bis rechts vor. Darunter sind zentrale Akteure der gescheiterten Vorgängerregierung, etwa Außenminister Luigi Di Maio und Gesundheitsminister Roberto Speranza. Draghi holte auch einen engen Verbündeten von Salvini, Industrieminister Giancarlo Giorgetti, in die Regierung. Im Kabinett sitzen künftig Politiker der Parteien Fünf-Sterne-Bewegung, der Sozialdemokraten, der konservativen Forza Italia, der rechten Lega sowie der Splitterpartei Italia Viva. Die Wirtschaftskraft Italiens war 2020 wegen der Pandemie um rund 9% eingebrochen. Zu den ersten Aufgaben Draghis dürfte gehören, EU-Rettungsgelder in Höhe von 200 Milliarden Euro auszugeben. Das bisherige Bündnis war Mitte Januar im Streit um den Einsatz der EU-Hilfen in der Corona-Krise geplatzt. Der Plan dafür, den Rom in Brüssel abliefern muss, hatte sich verzögert. Staatschef Mattarella hatte außerdem das Impfprogramm gegen das Virus als vorrangiges Projekt für das 60-Millionen-Einwohner-Land bezeichnet.